Wenn man jetzt ein zweites Mal wäscht, dann muss man das erste Shampoo nicht komplett auswaschen, sondern es reicht, wenn man wirklich so das Gröbste einmal wegnimmt. Und dann kann man mit der zweiten Haarwäsche beginnen. Ich nehme genauso wenig Produkt wie beim ersten Mal. Man kann sogar noch weniger Produkt nehmen, so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe. Das ist so ungefähr die Hälfte von dem, was ich vorher hatte. Ich nehme den Schaum jetzt und gebe ihn einmal wirklich so grobflächig in die Längen und Spitzen. Dass es halt nicht nur darum geht, die Kopfhaut zu reinigen, sondern dass man hier wirklich so ganz leicht das einfach nur ein bisschen einmassiert, nicht so drin rumwühlen, weil das ist alles nachher was, was man wieder rauskämmen muss, sondern wirklich so ganz weich und ganz vorsichtig mit den Haaren arbeiten. Das Shampoo wird jetzt komplett und gründlich ausgespült. Wichtig ist immer nicht zu heiß und nicht zu kalt waschen. Man will die Kopfhaut nicht überstrapazieren. Ein alles entscheidender Schritt vor dem Conditioner, nach dem Haarewaschen, ist das Auswringen der Haare. Das Haar ist nämlich wie ein Schwamm. Und es kann halt Pflege und Wasser und alles, was man ins Haar reingibt, aufnehmen, aber nur bis zu der Grenze, bis es voll ist. Was man machen kann, dass man zu Hause sich irgendwie ein Handtuch über die Dusche hängt, wenn man sich die Haare wäscht, und dann nach dem Shampoonieren einmal ganz kurz mit dem Handtuch die Haare auswringen. Wir haben jetzt den Redken All Soft Conditioner. Ein kleines bisschen Conditioner in die Hand, ungefähr eine ähnliche Menge wie beim Shampoo. Das müsste normalerweise reichen bei der Länge jetzt. In den Händen verteilen. Die Haare saugen das richtig auf in den Längen und Spitzen, weil da ist es sehr trocken. Wir geben den Conditioner nur dahin, wo er hingehört. Nicht auf den Ansatz, denn der Ansatz, der pflegt sich ja von selbst. Dadurch, dass die Haut Talg und Sebum produziert. Da muss man jetzt auch nicht zu Hause das irgendwie kämmen oder dann mit einer Bürste irgendwie da durchgehen oder so. Das ist alles viel zu viel. Das Haar ist halt im nassen Zustand am allerempfindlichsten. Deswegen einfach nur so ganz locker mit den Händen einarbeiten. Eine Minute einwirken lassen, ausspülen, fertig.